So, sind wir doch wieder da. Nehmen wir die Musik aus. Machen wir die Musik an. Ja, es war jetzt wirklich erforderlich, herzugehen und Spiel neu zu installieren. Ne? Machen wir wieder auf Mittel. Bewegungsunschärfe machen wir aus. Kamera machen wir an. Müssen wir nur noch gucken, wenn wir speichern. Nur noch gucken, dass wir den Spielstand haben. Ich denke, es sollte alles da sein, wenn ich nichts falsch gemacht habe. Ah, das sieht gut aus. Aber was wollten wir jetzt eigentlich noch kaufen? Wollten wir noch einen Trichter mitnehmen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, ist alles wieder so, wie es vorher war. Gott sei Dank. Nur, dass ich jetzt eine größere Auflösung habe. Könnte auch meine unruhige Hand sein, leider nicht. Muss den Streamtitel ändern. Leider nicht. Muss den Streamtitel ändern. Da. Und zwar müssen wir rausnehmen, neue Auflösung. So, das nehmen wir raus und dann jetzt oh, yeah. Warte mal, letzter Event Week Stream. Genau. Alles übernommen? Sieht so aus, ne? Oh ja, doch, hat er übernommen, passt. Was natürlich bei mir jetzt lustig ist, der Streamlabs-Chatbot, der ist in irgendeiner Auflösung, die total mega groß ist. Ein riesengroßes Fenster, was ich hier habe.
Sehe ich das kleine? Es ist so, dass es an der Auflösung angepasst ist. Das ist ja eigenartig. Ich fummel da mal gar nichts rum jetzt. Ich habe genug Fenster dabei. Kann ja jedes Mal so ein schöner Tag sein, wo alles funktioniert. Muss auch mal Tage geben, wo nichts funktioniert. Komme ich da hoch? Jetzt komme ich hier nicht mal raus. Meinung. Wir wollten uns noch eine Holzkiste kaufen. Jetzt machen wir alle anderen fest. Ah. Eine Scheibe zu wenig. Ja, dann nehme ich die Deckelscheibe wieder runter, ne? Wenn dein Safe Game weg ist, ja. Matthias.
Wenn du, so wie ich, deine Save Games irgendwo ein Backup gemacht hast, kannst du das Backup hernehmen dafür. Selbst wenn du ein oder zwei Tage Verluste hast und weil du ein, zwei Tage mal vergessen hast, ein Backup zu machen, dann ist es nicht ganz so schlimm, als wenn du komplett neu anfangen musst. Läuft gar nichts. Dann gehen wir wieder runter. Einstellungsmäßig. Was ist hinknien, hocken, C. Wahrscheinlich sind jetzt so einige ein bisschen verärgert, dass ich so viel Testerei heute gemacht habe. Und so wenig los ist wieder. Außerdem haben wir ja auch gesagt, Teststream und so, ne? Ich bin mir keine Schuld bewusst. Wenn man sich auf einen Teststream einlässt, dann besteht die Gefahr, dass man halt auch mal eine dauerhafte Sendung zu sehen kriegt, ne? Hat man mir mal gesagt. Testen ist doch interessant, kann man noch was lernen. Also die Lösung des Problems, weil ja einstellungsmäßig gar nichts mehr ging im Spiel, war einfach Spiel neu zu lernen. Selber rausgefunden. Wir haben zwar, ich habe dann Herrn Manke nochmal angerufen, versucht irgendwas über die Saftdateien oder was zu machen. Hä? Ja, über die Saftdateien. Und da haben wir allerdings nichts einstellungsmäßig rausgefunden, was wir machen könnten. Also eher nicht. Schon gleich gar nicht.
Ja, hä, hä, hä. Ach, du warst leer, oder was? So. Ja, hä, 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 hä. Ist klar, hä, hä. Alter. Ich höre schon wieder, wie sich unsere Dame mal wieder drum bitten lässt, dass sie doch sich erhebt zum Rausgehen. Wenn die mal keinen Bock hat, rauszugehen, dann bleibt die meistens liegen. Und braucht dann immer eine schöne Extra-Einladung. Ivali. Ja, wo ist es da eine Knüppel hin? Was ist der nächste Weg gespawnt? Oder wo ist der hingefallen? Ah, ich sehe schon. Ich bin dann zurück in den Eimer gehüpft. Wenn du dich wunderst, wo der Dirt Chunk hin ist und du dann realisierst, dass der wieder zurück im Eimer reingehüpft ist. Dann bringen wir mal das Zeug hoch. Wollen wir hier? Ja, ich glaube, ich mache hier auch so ein Förderband, oder? Dauernd hoch und runter laufen. Thank you.
Wir machen es so wie bei dem anderen Spielstand, was wir da angefangen haben. Was wir nur weglassen, sind die Ram Trails. Müssen wir dann noch einen ganzen Haufen Förderbänder besorgen, einen ganzen Haufen Glas. Da werden wir dann einen riesengroßen Dirt Chunk Speicher bauen. Ich denke schon wieder zu weit. Ich möchte doch so gut wie es geht alles handwerklich machen. Ja, gleich habe ich's. Dann sind sie alle oben. Glück noch. So, wollen wir mal auswaschen? Die Geräusche, ich mach mal hier die Titel weg. Wir könnten überhaupt mal uns ein bisschen mehr Platz machen hier. Das wäre mal eine Sache, oder? Geht die? Ne, die gehen nicht fest. Dahin und die Wagen machen wir dahin.
zack, schon mehr Platz. Haben wir noch Geld für einen Zug oder so? Denke ich schon, oder? Komm, wir holen uns mal einen. Ein neuer Zuber für den Schuh. Ich nehme ich. Nehme ich Ruh. Jetzt ist das erste Mal das neue Werkzeug ausprobieren. Müssen wir noch fixieren, warte mal. Wo ist der Hammer? Wo ist ein Hammer hin? Ja. Müssen wir noch alles festklopfen. Oh, ich sehe schon, wie die Dörrschanks mitkommen wollen. Wenn es gelegentlich mal leckt oder so, das sind die Autosaves. Leider nicht. Nur zur Info mal. Man kann sich die Autos selbst natürlich auch ausmachen, ne? Aber was ist, wenn das Spiel abstürzt? Da ist echt was weggeflogen. Keiner, ne? Ja. Oh, ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie macht mir das saumäßig Spaß, das alles von Hand zu machen. Nicht durch den Brecher zu jagen. Thank you.
gucken wir mal, was wir rausholen. Ja, war schon eine schöne Menge, ey. Wir müssen da doch noch einen Deckel drauf machen, da oben. Wenn das so viel durchkommt, da hole mir mal 4 Deckel. Machen wir 5 draus. Was kostet ein Fenster? 5, glaube ich, ne? Dann reicht uns das. Wie ist es mit dem Tanken hier bei dir? Also 5 Scheiben. Dann geht's weiter. Ja, war noch nicht mal in der Kollision drin. Gleich noch mehr mitnehmen. Oder hin den Dirt Chunk. Nehmen wir jetzt einfach ein paar mehr mit. So viel L wie wir haben. Sind dann schon ein paar Scheiben. Da denkt man, man fängt ein neues Spiel an, ne? Und man macht irgendwas anders, ja. Ne? Es kommt immer wieder aufs selber raus. Man ist wieder nur am Shoppen.
Ja, hätte ich eine Palette, hätte ich noch das Geld für eine Palette gehabt, wäre es cool gewesen, ne? Die holen wir uns als nächstes. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal nur die Fensterchen mit. Das machen wir dann später. Wenn wir dann noch das Geld haben für Palette. Beziehungsweise ich nehme jetzt erstmal nur 5 mit. Die anderen sind ja gekauft jetzt. Nur die 5 mitnehmen, was wir wirklich brauchen. Und den Rest dann später holen. Mit der Palette. Fix gedreht, hat keiner gesehen. Ich muss mal dieses Headbobbing ausmachen. Schon. So, dann pflanzen wir mal die Fensterchen drauf. Da so am besten, wenn wir so entlang gehen. Noch. Aber ist alles noch fest. So. Echt jetzt? Noch. Nun haben wir es. So. Wenn man 4 Wasserpumpen auf ein Rohr klemmt, hat man keinen Effekt. Eine Pumpe liefert 50%.
Zwei Pumpen in ein Rohr liefern auch 50%, also keine Effekte. Was du machen kannst, ist aus 50% zwei Druckverstärker dran machen, hast du 100% Wasserdruck. Wenn du dann auch viel Klumpert an Rohren hast, sagen wir mal 50 Rohren, dann hast du wieder nur 50%. Dann gehst du her und holst nochmal zwei Druckverstärker, dann tust du die 50% wieder ausgleichen. Also auf eine Strecke von 50 Rohrleitungen, beziehungsweise was auch immer du hast, Kohleheizung und so ein Zeugs, hast du so und so viele Verluste, musst du mindestens mal zwei Druckverstärker haben, vielleicht sogar auch drei oder vier. Ich habe meistens immer vier. Ja, vor der Pumpe geht ja nicht. Natürlich hinter der Pumpe. Also mein Aufbau ist meistens so, Pumpe, Schalter, ganz wichtig, Pumpe, Schalter. Und dann kommt ganz drauf an, wo du hin willst. Willst du alles mit einer Pumpe befeuern, dann hast du mehrere Abzweige und dann in jeden Abzweig nochmal einen Schalter reinsetzen. Und nach jedem Schalter grundsätzlich, wenn du hergehst und sparsam arbeiten willst und hast auf eine Leitung mehrere Rohrleitungen, dann kannst du auf die Hauptleitung fünf Wasserfilter draufsetzen. Weil du kannst auch, wenn du fünf Abgänge hast, fünfmal fünf Wasserfilter draufsetzen, hast halt mehr Arbeit. Ja, also Wasserpumpe, einen Schalter, dann die fünf Filter und dann kannst du abgehen, wohin du willst. Und dann kannst du sagen, hey, da will ich mehr Druck, dann setze ich da mehr Druckverstärker hin. Und sagst du, hey, das soll langsam laufen, dann brauche ich da keinen Druckverstärker dran machen. Wenn da der Druck zu wenig ist, dann kannst du einen Druckverstärker hinnehmen, siehst du, das ist gerade so die Geschwindigkeit, die ich brauche. Das nehme ich, das bleibt so. Also das ist so die beste Option, wie man es machen kann. So, ich gehe wieder runter. Nee, falsch gedacht. 100% sind 100%, mehr als 100% gibt es nicht. Du kannst höchstens Verluste fahren. Verlust ist so gesehen, dass du nicht mehr Druck anlegen kannst als 100%. Das heißt, du wirst mit 2, 4 oder 6 Druckverstärkern umsonst arbeiten und deine Kristalle umsonst arbeiten lassen. Auf gut Deutsch. Naja, du kannst nicht sagen, dass es danach abbaut. Das gesamte Leitungssystem hat dann 50% weniger Druck. Egal, ob das jetzt nach den oder vor den 50 Rohren liegt. Naja, wenn du alles mit einer hohen Geschwindigkeit arbeiten lassen willst, dann Pumpe, 5 Filter, 5 Druckverstärker und davon dann alles abgehen, dann hast du auf allem oder 6 Druckverstärker, je nachdem, aber du bist halt dann gebunden, wenn du erweitern willst, dann hast du halt so oder so. Und dann kannst du hergehen und dann kannst du alles mit der gleichen Geschwindigkeit betreiben.
Wenn du verschiedene Geschwindigkeiten haben willst, dann ist eine Leitung. Ach, verdammt. Dann ist eine Leitung, eine Hauptleitung von Vorteil, wo du dann davon abgehst, aber hast alles mit dem gleichen Druck. Wenn du jetzt allerdings verschiedene Drücke haben willst, dann musst du hergehen und die Druckverstärker auf die jeweiligen Leitungsstränge bringen. Und darauf an, was du machen willst. Wenn du jetzt alles auf eine Leitung hast und irgendwas geht kaputt, dann geht alles nicht. Mag vielleicht von Vorteil sein. Weil du dann geht die komplette Anlage nicht. Wenn du jetzt, ich habe bei der Rusty Shoe bei mir verschiedene Schalter. Da muss man ganz ehrlich sagen, wäre es vielleicht ganz cool gewesen, doch alles nur auf einer Leitung zu haben. Aber ich arbeite auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Bei mir ist zum Beispiel der nach den Sortierern, das ist nochmal ein Förderband geschaltet pro sortierte Einheit. Das soll langsam in die Trichter reinfallen. Noch auf 1.2 her gedacht. Und mittlerweile gibt es ja die Förderbandzentralisiere, da kommen dann die ganzen Ärzte natürlich dann auch in vermittelter Form ans Ziel. Und die Richter haben auch nochmal eine andere Form, also ich denke mal, das kann man jetzt viel besser handeln mit den großen Nuggets. Gehen mal auf die Rusty Shoe, dass du siehst, wie ich es meine. Ja, also das ist die Rusty Shoe. Das Breche- und Förderbandsystem hier ist ein Wasserkreislauf. Das soll sehr schnell laufen. Ich habe hier drei Schalter. Dann habe ich einen Schalter hier, den betätige ich, um die Förderbinde hier da langsam nach hinten laufen zu lassen. Das wiederum habe ich gesteuert, indem ich nur einen Druckverstärker arbeiten habe und eine riesengroße Rohrleitungsschleife, um den Druck noch zu vermindern. Ich habe jetzt hier auch nochmal eine neue Förderleitung gesetzt. Also hier kommt die Pumpe an, der Druck. Da anschalte, dann habe ich hier zwei Druckverstärker, um das Förderband da oben zu bewegen. Lasse ich meistens zu. Also mache ich meistens an, wenn ich weiß, dass ich mit den Ramtrails hier arbeite. Wenn ich Ramtrails hier laufen lasse, muss ich auch zeitgleich da oben noch die Erdsortierung anmachen. Hier sind die Kristalle, was aussortiert werden. Hier sind es die Edelsteine, da ist es das Eisen, hier ist es das Gold und da ist es die Erde. Die Erde wird nach oben geliefert, kommt wieder hoch aufs Förderband, wird neu sortiert. Hier kommen die, die Kollegen Plautium raus. Das ist das einzelne Förderband, was ich da gerade besprochen habe, und das war der Grundaufbau. Zuerst drei Leitungen, dann war es noch eine vierte und jetzt sind wir mittlerweile bei fünf Leitungen. So, was ich so habe, ist das da hier. Okay, das ist. Ja. Das ist eine der größten Barren, die ich habe.
Ja, ich wiederhole mich nochmal, Pitacho. Der Druck, der anliegt, ist überall gleich. Wie macht er keine Unterschiede, ob der Goliath oder das andere Werkzeug davor oder dahinter liegt? Also an erster oder letzter Position. Das ist egal. Arbeite nicht mit Goliath. Kann ich dir keine Antwort geben. Aber vielleicht der Herr Monkey oder so, wenn er da ist. Er ist so der Goliath-Spezialist. Tacho, siehst du den Chat, ja? Oh ja, schmeiß den einmal nicht weg. Eigentlich war es ja geflunkert, dass ich nur mit Goliath gearbeitet habe. Ich habe schon gearbeitet, aber ich bin nicht so der Spezialist darin.
Tja, gehen wir mal hoch. Vom Förderband. Fünf hoch, da ist schon der Fehler. Du musst vier hoch eigentlich. David, vier Blöcke Abstand. Oder war es David, drei Blöcke Abstand, dann Bohrer. Keine Ahnung. Wir hatten das letztens ausprobiert, wo da war. Wer war denn das? War das nicht Nobody? Oder No No meine ich? Ich glaube No No meine ich. Weiß jetzt nicht. Auch ein Förderband. Ja, vielleicht muss man einfach erstmal nur mit dem Gola das Loch wegbohren und dann muss man den David laufen lassen und dann kann man mit dem Gola bohren. Resetten, jetzt verstehe ich auch die Frage. Vielleicht einfach mal den Gola dann demontieren, also abbauen und wieder ransetzen. Dass er checkt, dass er wieder Erde unter sich hat. So, mal probieren. Ja, richtig, wenn du den dann demontierst, aber gut, wenn du den demontierst und der David fährt wieder nach, dann müssen wir den Goliath-Bauer dann auch wieder setzen können. Dann bin ich dran vorbei. Warum nicht? Thank you.
Ganz ruhig, du, ist nur eine Fliege. Dritte Abbaumaschine gibt es nicht mehr. Welche dritte? Die vom Video, die mit den mini kleinen Hackepickeln, das war eigentlich damals der Grund, warum ich mir halt schon nicht gekauft habe. Ja, nicht gekauft habe, sondern weil ich diese Maschine haben wollte. War ja damals im Discount. 6 Euro, was wir bezahlt haben. Ja, alles toll. Ist ja ein Clautium-Erz. Schönes Gut. Naja, gut, du musst dir, ich weiß nicht, ob das Video noch existent ist auf Steam, du musst dir mal dieses Video bei Heidturnier anschauen. Da diese eine kleine Sekunde, wo der eine mit so einer Hand, ja, ich würde mal sagen, so eine Minigun rumrennt, da sind allerdings so ganz kleine, verkleinerte Mini-Pickel, also Pickaxe. Und mit denen kannst du dann den Stein abbauen, also die Erde. Das ist das, was wahrscheinlich Pitacho meint und ich auch dran denke.
ich das noch eins höher setzen würde, dann könnte ich das Pferdeband direkt hier rauslaufen lassen. Das ist aber, wenn wir auf ihre Seite hochgehen. Ich hörte man atmen. Ich hörte mal höchstens smoken, aber nicht atmen. Gut, wenn man Schuh noch atmen hört, selbst wenn es so ist. Was ist das hier, ne? Ja, ich habe meinen Stream-Setup hier daheim im Studio um 90 Grad gedreht. Deswegen ist keine Kamera und kein Screen zur Verfügung. Beleuchtung ist auch nicht da. Also ich meine, ist schon da, aber steht nicht gerade zur Verfügung, weil nicht an den Screen, der immer noch nicht hängt. Ja. Wollte ich jetzt eigentlich sagen. Faden verloren. Und ich habe halt einen Smoker, einen Vapor, der extrem viel knistert und knastert. Mock halt. Echt jetzt? Hallo, da rein.
Was für ein Fan, Lioness. Mocker. Ich habe noch nicht mal den heftigeren Verdampfer drauf. Wir bloß nicht noch einmal zurück. Ne? Am Verdampfer liegt nicht, muss ich das Mikro weiter weg tun. Ups, Entschuldigung. Kann sein, dass alles noch nicht so richtig perfekt ist, weil es noch alles noch im alten Setup eingestellt ist. Das ganze Arrangement mit Audio. Gut möglich.
4x4 Eimer aufeinander gestellt und dann gefüllt. Du weißt, dass das jetzt nicht mehr so schön geht, ne? Außerdem mache ich auch gerade nichts anderes als du. Nur dass ich mich halt mir halt immer einen leeren Eimer suchen muss. Nicht so voll wie du, Herr Programmierer. Mag mich noch bewegen. Wenn's 5 Grad mehr sind auf der Haut. Ebne mir jetzt hier den Weg frei für ein Pferdeband. Brauche ich auch keine Palette mehr. Ja, habe ich ja vorher. Machen wir ja den Weg hier nicht umsonst frei. Hier kommt als nächstes. Oh, Mini Dirt. Gleich ein ganzes Schaufel voll. Da kommt jetzt als nächstes ein Förderband hin. Jawohl. Wo willst du denn schaufeln? Hallo? Mal weg oder was? So, reicht das jetzt? Ah, sieht gut aus. Sie sollen ja auch rund sein. Und wenn so ein mini kleine, also ich meine, du wirfst sie ein, da sind sie ja in einem Tralle drin und dann rollen die auch weiter. Wenn es nur ganz kleines Gefälle ist.
Hier wäre es halt jetzt echt toll, ein Förderband zu haben, ne? Bei der Menge. Look to you for a warm embrace that kept me safe and free from harm. These days, everything's changed. Pull me through my darkest days, a constant phase where everything's a kurzes Abendessen abklären. Warte, muss runter. Nun die Frage, was ich mache, will ich dann die Dirt Chunks hier beide von der Hand säubern? Oder jage ich mir das alles durch einen Shaker durch? Dann wäre es vielleicht sogar ganz cool, wenn wir den Shaker unten hinsetzen. Dann die Rohstoffe hier direkt hier oben rein transportieren. Idee ist gut. Aber was anderes da als diese großen Anlagen, die ich sonst immer baue. Mittlerweile hätten wir auch genügend Druckgedöns da. Dürfte reichen, um das so ein paar Minuten zu betreiben. Also doch die Dirt Chunks nach oben liefern, oder? Oder eher nicht? Man muss hier noch ein bisschen die Decke wegmachen. Aber ich schmeiß doch eh den Dirt unten schon durch den Rüttler. Habe ich doch gerade eben gesagt. Kollege, habe ich gerade eben gesagt. Und dann hier die Edelsteine aufbringen. Hab doch gerade eben nichts anderes gesagt. Dann müssen wir hier so einen Rechtsfallband reinsetzen. Müsste auch passen von der Höhe her. Und gehen wir hier gerade und laufen dann gerade dahinter.
Ich meine es zumindest gesagt zu haben. Kann auch sein, dass ich mich gerade täusche. Mach's bestimmt alle. Ach doch, hier kommt die Bestätigung. Ach schon, ich wäre senil gerade. Was ich mich ja die ganze Zeit frage, ist, man kann so einen großen Dirt-Klumpen in zwei Teile aufteilen. Jedes Mal, wenn du da Erde reinfallen lässt, gibt es einen neuen Auswurf, ne? Wir haben es sogar geschafft, mit den neuen Dirt-Klumpen den kompletten Klumpen reinzuwerfen. Damals und festgestellt, okay, da hast du Verluste. Wenn du jetzt allerdings hergehst und haust aus einem Erdklumpen nochmal einen Erdklumpen raus, du kannst die ganzen Vierteln und Achteln. Weil jedes Mal, wenn du dann hier die Bürste betätigst, tust du doch neu auswirbeln. Müsstest du aus einem Klumpen viel mehr rauskriegen. Bei einem großen machst du 8 Stück und hast 8-mal die Chance, hier rauszuwirbeln, was dann rauskommt, oder? Oder nicht? Also das Spiel weiß schon, dass da nur ein Viertelste Pocket drin ist, statt ein halber. So wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe aus einem Viertel noch ein Achtel gemacht. Da sind jetzt zwei Sachen rausgekommen. Da eins. Kannst du es halt auch nicht, weil es zufallsbasierend ist, nachprüfen. Bitte. Ja, kann ich mich auch trollen. Käse. Wenn du dann zu viel Zeug drin hast, dann findest du das nicht. Wir machen da mal ein Dreiviertel draus. Hier hätte ich jetzt Verlust eigentlich. Hä? Thank you.
greifen wir Claudiums an. So wenig. Ja, es sind 52% Eisen und 32% Gold, ne? Also, wir sehen hier einen Unterschied, Herr Monkey. Oder? Wenn das 52% sind, dann sind das locker mal 33%. Und das hier sollen 5% sein und das da sollen 3% sein. Und das hier soll 1% sein. Es kommt schon gut hin, doch. Blacky! Schönen guten Tag. Ja, und das Claudium brauchst du auch, um Rohre herzustellen. Soweit ich meine. Wir müssen ein Förderband haben, also muss ich schmelzen. Nein, du nicht. Ich brauche hier noch eine Scheibe. Schweinebacke! Ich muss hier noch eine Scheibe reinsetzen. Absolut Käse. Kann man mal machen, wenn man genügend Geld hat. Pitacho. Nein! Ich hab doch nichts gemacht! Ich hab dich noch nicht mal gedrückt, ey. Alter, das gibt eine riesen Explosion, wenn ich so lasse. So, halbwegs. Oh, hierfür könnte man einen Trichter kaufen, oder? Gerade einen Trichter fallen lassen und dann ist alles wunderschön drin. Jetzt nicht rüber. Muss auch so gehen.
cool. Frag mich gerade, was schneller ist. Ich mit dem Einzelnen sammeln oder. Ah, jetzt habe ich. Verdammt, jetzt habe ich Käse gebaut. Das ist Mist. Okay, ich kann dich auch in drei Barren schneiden. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Mache ich dich durch dich einschmelzen, mache ich zwei Barren davon. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Mittlerweile kannst du die Tegel nicht mehr übereinander stellen zum Erhitzen. Aber du kannst hergehen und kannst den zweiten Tegel überhalten. Dann funktioniert das auch. Oh, Batterie leer. So, jetzt müsstest du nur noch wissen, wo die Akkus sind, ne? So, jetzt habt ihr wieder meine volle Aufmerksamkeit. Ich muss jetzt erstmal ein paar Akkus beschaffen. Ja, Petatsu. Dann ist es aber so, ich habe mir diese Schmelzanlage auch schon überlegt, ne? Geht in dem Fall, wenn du alles von Hand machst, wo es keine Fehlsortierung gibt. Wenn du jetzt eine große Anlage aufgebaut hast, wo die Geschwindigkeit, die Durchsiebgeschwindigkeit relativ hoch ist, gibt es öfters mal Fehlsortierungen. Hast du ja die Rusty Shoe vorhin schon gesehen? Und wenn du eine Fehlsortierung hast, dann, und das war ausgerechnet ein riesengroßes Cloudium-Erz-Nugget, dann ist er lach da. Wieso der Ochs vom Bash? Du bist der Größere, dich müssen wir zersägen. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Thank you.
So. Sieht dann aus, als ob es dann was ganz Leckeres zu essen gibt. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas Leckeres gibt. Vermutlich. Vermutlich wird's. Ne, ich bestehe drauf, dass es heute Chinesisch geben wird. So, entschiedene Sache. Hier geht es ganz einfach. Hier mache ich einen Barren und einen Barren kannst du ganz locker in zwei Teile teilen. Weil du ja für ein Schmuckstück nur zwei Sachen brauchst. Wenn du jetzt allerdings sowas wie ein Schwert machen willst und du brauchst drei so Barren, dann ist es doch von Vorteil, einen Barren zu machen und noch einen Barren zu machen und den dritten Barren dann zu teilen oder so. Der unten ist weg. Oh, sind da auch welche drin. Komm, hör auf, da runterzugehen. Und definitiv noch eine Scheibe. Ne? Oh, schon so weit. Gut. Und du bist wie schwer? Oh! Schöne Sache. Machen wir mal zwei. Schmuckstücke draus. Und 40. Ja, du bist definitiv kleiner. Ich glaube, ich habe meine zwei Schmuckstücke schon. Ja, das ist alles kleiner. Vielleicht eine Ecke größer. 45.
Gut. Dann machen wir erstmal das Schwert. Darf ich Schwert suchen gehen? Wow. Mein Schwert ist weg. Ich hänge das mit dem Schleifrad zusammen, das dann in die Höhe katapultiert worden ist. Aber wo ist es? Gelandet! Diese. Hm. Bestimmt hier drüben in der Stadt und Wald alle drauf gekauft werden. Ach, da liegt's, guck mal. Boah, mir ein Zufall. So weit weg geflogen. Gegen 1000 wert. Ehrlich. Wir lassen es im Wasser stehen, das war's so. Ja, hä? So, du bist 3898 wert. Und du bist 3898 wert. Hatten wir nicht ein Karat Unterschied? Mit auch einem preislichen Unterschied? Mal in die andere Richtung. So, wie viel Vertikale brauche ich denn? Hä? Wir müssen nach oben noch freiräumen, ne?
Eins, zwei. Ups, da. Eins, zwei, drei. Der ist ja zwei hoch. Braucht auf eins. Nun fahren wir öfters. Eins, zwei, drei und die Höhe zusammen. Vier, fünf, sechs, sieben, weil der steht ja unten. Also sieben Vertikale. Halt enge Wickel. Zwei. 3, 4, 5. Hier. Nehmen wir mal mit. Ah, Tanke noch. Komm, geh mal schnell Tanke. Eine automatische Tankstelle wäre es auch noch. Freue ich mich auch noch. Okay. Coole Preise. Ja, dann holen wir das hier. Gleich mal zugegriffen. Der tut aufrunden. 4154. Ach, guck mal, der eine ist doch ein Kupferling mehr wert. Okay. Ein Heidrun die mehr wert. Das macht dieses eine Karat aus. Tschüss. Jetzt gehen wir erstmal Palette kaufen. Ja, seit vorgestern schon. Kann dir doch nichts nachstehen. Ich muss doch den Herr Monkey seinen Weg auch fahren. Hä? Ich habe 54 Heiltrainiers gewastet. Wenn die nicht ineinander wenn die nicht ineinander sein können. Hä? Das ist so voll Käse, ey. Das war vorher besser.
Hast du vorher immer alles ineinander stellen können? Zumindest auf dem Pickup und so. Ja, ja. Und das geht jetzt nicht mehr. Tja, ey. Das hat mir gestohlen, ne? So. Dann laufe ich lieber einzeln, die ganze Zeit, ist mir egal. So, jetzt haben wir 7 Vertikale. Das Geld liegt natürlich wo? Ladeflächen, ne? Okay, da. Dann kaufen wir gleich mal einen Schecke. Teurer geworden, ne? Was 583 jetzt, ne? Ein paar Drucktanks. Oder? Haben wir schon einen, ne? Oder sogar zwei? Haben wir noch 2 Werkzeugkisten mit? Wollte ich noch mitnehmen, warte mal. Das machen wir auch gleich. Wo? Na komm, wir nehmen es rum mit. Sicher ist sicher. Macht das Einkaufen noch mehr Spaß. Ich muss da an 3 Stellen hin. Die Stellen. Wenn die Palette so funktionieren würde wie die Pickup-Ladefläche. Oh, das wäre schön. Dass es da nicht heißt. Derzeit in meinen Augen das größte Manko. Dieses Blockieren mit dem Hinlegen, das war ja schon immer da beim Einkaufen. Hä?
Oh, da steht was. Ein eines Förderband muss nach rechts laufen, ne? Und dann nochmal nach rechts. Dann bleibt ein Förderband auch übrig. Ich habe dann ausgerechnet, 5 sind es noch. Ja? Was wie? Nehmen wir 5 Stück mit. 5 normale Förderbänder. Sollte ich noch einen Brecher mitnehmen? Ich denke mal ja, oder? Wir nehmen noch einen Brecher mit. Und einen Trichter bräuchten wir auch. Förderband für Mittel brauchen wir nicht wirklich, oder? Wobei doch einen für unten vielleicht. Gucken, ob der jetzt verbessert worden ist. So, jetzt nehmen wir noch ein paar Glasscheiben mit. Und noch, brauche ich Trichter? Mal 2 Scheiben noch mit. Was gefehlt haben. Ja. Oh, Loch, Obacht. Oh,
So, komm du mal her. Wollte eventuell noch bei der Hände gehen. Dann normales Bällebrand, dann da hoch. Okay, ich müsste noch einiges wegschauen hier. Was so wirklich einiges. Aneka. Was? War nicht wahr? So. Aber mit dem muss ich anzuhören. Drin. Kann das nicht tiefer setzen? Haben wir gerade eben getestet, das wäre dann unter dem Boden. Dann muss ich mir noch eine Leiter bauen, dass ich da hochklettern kann. Oder mit einer vertikalen hochtransportieren. Mich nicht als täuscht, geht es hier ein bisschen tiefer. Ja, dann hast du die Rohre auch in der Erde drin. Ne, ich mach das da vorne. Ich will das da vorne haben. Thank you.
Scouts. Oh, busy. Ach, ist schon wieder was drin gewesen. Das dürfte reichen, oder? Immerhin 10. Vergesse ich immer, dass ich da noch Schaufel drin habe. Das ist nur die Frage, wie mache ich das? Lass ich das mit dem Förderband hochtransportieren? Oder gehe ich her und schmeiße es von Hand rein? Na, was ist dann? Der Vermittler, ne? Oder? Ja, der Zentralisierer. Komme ich nur die ganze Zeit auf die Idee zu sagen, dass es ein Vermittler ist. Hat sich denn sowas ausgedacht? Jetzt bin ich ganz am überlegen, ob ich nicht auch noch einen Zentralisierer bräuchte. Da an der Stelle da. Eigentlich ja, aber nur da.
gucken, ob wir das drauf vielleicht doch noch anders positioniert bekommen. Frag mich echt, warum das hier nicht geht, ey. Das ist so Käse. Alles in eins rüberrutschen. Verlust drauf. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich direkt auf dem Zentralisierer das Zeug drauf tue. Ich glaube, ich müsste dafür erstmal ein normales Wetterband nehmen. Ja gut, hier ist das Problem, hier ist irgendwie Kollision vom Stein. Ich habe hier auch mit dem Bauen Probleme gehabt. Kurz was machen, gleich wieder da. Ja. Losing your mind.
So, muss jetzt noch schnell das Essen bestellen. Und dann machen wir einen Augenblick weiter noch. Bis ich es holen muss. Wann ich es holen muss, weiß ich nicht. Das werde ich gleich im Telefon erfahren. Augenblick.
Wow. Der Moment, wenn du Chinesisch bestellst, also beim Chinesen bestellst, sagen wir es mal so, weil du bestellst ja nicht Chinesisch, sondern würde mir ja im Traum ja einfallen, Chinesisch zu reden. und dein Gegenüber sich anhört wie Türke und nicht wie Chinesisch oder Vietnam oder so. Dieser Moment ist unbeschreiblich. Okay. Brauche ich eh nicht. Bin mir fast sicher, dass du hier nichts bauen kannst, weil das gar nicht mehr zum Claim gehört. Das ist der Grund, warum man da nicht bauen kann. So, dann rutschen wir das alles mal nach rechts. Die Kiste fliegt sogar, Wahnsinn. Oh nee, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ding in der Optik wahrscheinlich. Ja, hinzugekommen ist ja auch noch das Alter des Gegenübers, ne? Zum einen ist, wahrscheinlich hat sie die Nacht durchgemacht. kann ich gerade nicht, aber... so auf Schlaftablette so ungefähr, weißt du? Ich weiß echt ganz genau, wann ich beim Chinesen bin und wann ich beim Türken bin. Aber hier war ich jetzt echt, echt überwältigt. Oh, ich brauche ja Telefon. Gleich wieder da.
So. Jetzt bin ich angerufen worden, weil zu wenig irgendwas da ist, was ich bräuchte. Ah, ne, 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 ne. Anscheinend haben sie den Laden ausverkauft, ich weiß es auch nicht. Mir fehlt ein Förderband. Mir fehlt wirklich ein Förderband, ne? Ob's da nicht. Nehme ich jetzt erstmal das da unten. Dass dieses Gletscher da mal aufhört. So, und wo? Hier kann ich doch reinfüllen, oder? Braucht man einen Korken dafür? Dich antreten dafür. Wo haben wir es hier? Da haben wir noch einen Bogen. Oh Leute, ey. Augenblick. Boah, sind die nervig, ey. Wenn du vom Lieferdienst, wir holen es ja auch ab, aber wenn du vom Lieferdienst mehr angerufen wirst, ich weiß nicht, wenn dich der Lieferdienst mehr anruft, als du den Lieferdienst anrufst, komisches Gefühl. So, ich möchte, was möchte ich? Ich möchte noch einen Bogen. Bogen haben wir doch da hinten noch. Ganz Haufen. Ein sehr konfuser Tag ist heute, Leute. Mein Hammer habe ich oben gelassen, ich wette. Natürlich. Es tust du unten, ja. Geht hier nicht bewegt, ne? Geht es hier nicht?
Ich möchte aber auf dem Laufband mit dem Brecher und mit dem Shaker möchte ich allerdings weniger Druck haben. Wenn der Shaker allerdings mit zu wenig Druck arbeitet, dann ja, nerv mich nicht telefon. Dann arbeitet der nicht schön, ne? Müssen wir dann eventuell hergehen und nur für den Shaker eine Leitung da unten ziehen, dass der 100% liefert. Das sortiere Förderbandsystem braucht es ja gar nicht. Läuft in die falsche Richtung, lieber Dienst. Jo. Könnte man denken, ne? Ich mach das erstmal hier. Mach jetzt hier erstmal aus, das Getröpfel da. War ein bisschen wild. Ach, ich kann den ja. Ach, verdammt, ich kann den ja gar nicht anschließen. Was ist denn da jetzt, ne? Geht ja gar nicht. Hier kommt ja Gold raus. Geht nicht. Ich muss es umbauen, aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Die hat mich schon für 6:45 herbestellt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine Stadt nachschauen. Boah, echt schön mit euch. Schöner Nachmittag. Auch wenn es von mir meinerseits nicht so ein bisschen so rund gelaufen ist. Heute Abend werde ich jetzt nichts mehr machen. Außer den. Ruhig jetzt. Psst. Außer den Streamplan für nächste Woche annoncieren. Für alle, die jetzt dabei sind. Jetzt endet die Heidturnier Event Week. Gut, gestern ist ein Tag ausgefallen. Vielleicht werde ich den irgendwann mal nachholen. Nächste Heidturnier Folge kann ich nicht sagen. Wir haben diese Woche, also morgen, am Montag machen wir Motorsportmanager. Am Dienstag machen wir Space Engineers. Dann haben wir ab Mittwoch die Astronier Event Week und die geht dann auch von Mittwoch bis Sonntag und dann kommen wieder ein oder zwei normale Tage, ich glaube Motorsport Manager können wir machen und Space Engineers und dann fängt auch schon die Human for Flat, will ich schon sagen, Destroy All Humans und Grounded, die beiden Release-Wochen fangen dann an. Da danach sind wir erst wieder im regulären Streamplan und dann kommt die nächste Folge High-Turnier in, also wenn ich das auf heute aufrechne, 1, 2, 3, 4 Wochen Samstag. Oh Gott, ist das lang. Mal gucken, vielleicht können wir was zwischen reinschieben. Ja, Aschaffenburg. Da hast du richtig gehört, Bobbelchen. Nichtsdestotrotz, der Bobbelchen kommt aus Klingberg. Ja, cool. Ja, das ist doch schick. Meine lieben Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag. Wer mehr sehen will vom Schubeck oder mit seinem Team, oder mehr von seinem Team, wie auch immer. Haut ein Follow rein, vergesst die Glocke nicht, dass ihr informiert werdet, wann wir wieder live sind oder wann ich live bin. Ihr habt euch wohl und schönen Abend noch. Haben wir irgendwas vergessen? Grüße an Herrn Monkey und Mrs. Monkey, Grüße an Alex, an der Carpantus, an Herrn Garfield, an mein komplettes Mod-Team. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ich euch habe. Bis morgen.